wieder, eure Alex. Und als allererstes wünsche ich euch ein frohes, gesundes neues Jahr mit ganz, ganz viel Glück und Zufriedenheit und dass ihr euch wohlfühlt, eure Wege findet, die ihr sucht, falls ihr mal vom Weg abgekommen seid. Einfach mal links und rechts gucken, ob sich das vielleicht gelohnt hat, vom Weg abzukommen. Vielleicht tun sich da neue Ideen auf. Ja, für den Fall, dass ihr mich nicht kennt, ihr seid hier bei meinem Podcast gelandet. Ich bin Alex, 41 Jahre alt. Ich komme aus dem Weißschönharz. Und hier geht es hauptsächlich ums Häkeln und manchmal um Bücher oder um andere Geschichten und um so ein paar kleine Sachen drumherum, mal ein bisschen was Privates. Ja. Ich war eine Zeit lang offline, das habt ihr bestimmt gemerkt. Das ging auch relativ plötzlich, deswegen konnte ich in 2017 keinen Podcast mehr machen. Das war aus gesundheitlichen Gründen, musste ich einfach mal mich eine Zeit lang ausklinken. Das ist aber alles auf dem Wege der Besserung und jetzt soll es ins frische Jahr neu mit Elan weitergehen und ich habe euch auch ein bisschen was zu zeigen. Und unter anderem ist es so, dass natürlich gerade Weihnachten war und ein paar Sachen weg sind, die ich euch zeigen wollte. Das wäre sowieso schwierig geworden, ne? Etwas in die Kamera zu halten, was ein Weihnachtsgeschenk sein sollte. Aber ich mache das anders. Ich habe die wichtigsten Sachen rausgesucht und da werde ich euch ein Foto einblenden und wir fangen mal mit dem allerersten Tuch an. Schaut mal hier. Das ist das Tuch Prinzessa Rosonen. Das ist eine Anleitung von Morben Design. Das habe ich für meine liebe Strickfee gemacht. Die macht ja immer ganz, ganz viel für mich. Und sie sollte zu Weihnachten auch mal ein Tuch bekommen von mir. Und das ist in einem Modalgarn, wie ich das immer gerne mache, vierfädiges Modal gewesen, 750 Meter. Und ich finde, dass das gut geworden ist. Also das hätte mir selber natürlich auch gefallen. Das sind immer die schönsten Geschenke, ne? Wenn man damit so zufrieden ist, dass man es selber tragen würde. Und ja, ich hoffe, du hast da ganz, ganz viel Freude mit, meine Liebe. Von dir kommt später nämlich auch noch was, was ich zeigen möchte. Ja, und dann habe ich unter anderem noch dieses hier gemacht. Das ist ein Set für eine ganz, ganz liebe Kollegin. Schaut mal hier. Das ist im Prinzip so ein bisschen Freestyle, wie das Schlauchdingens, nur mit dicker Wolle, mit passender Mütze dazu. Und dazu hatte ich mir zwei von diesen Cakes gekauft. Ich wollte die immer mal testen. Das ist von der Firma Mondial. So eine Art, ja, Farbverlaufsgarn, alles in einem Cake drin, mit verschiedenen Farben. Jetzt ist hier außen noch ein bisschen von dem Rosa über und es kam dann noch mal der dunkle Ton als ganz Außenfarbe und dann kann man zumindest gestrickt, wie das hier dieses Tuch ist, kann man wohl aus einem Wobbel ein Tuch machen. Drin sind auch Anleitungen. Das ist aber, glaube ich, alles zum Stricken. Ja, ein Knäuel und hier sieht man das so, ne? Da kann man dann ein Tuch draus machen. Das ist ein 180 Gramm Bobbel, 340 Meter und besteht aus 75% Polyacryl und 25% Schurwolle. Steht alles so in Italienisch größtenteils drauf. Das war ganz schön zu verarbeiten. Das ging mit einer Sechsernadel. Und man hat dann eben Marazzi-Fazzi so ein Set. Also das ging wirklich, ich glaube, das habe ich so in 2 Tagen oder so habe ich das gemacht. Und das ist eben auch ein Weihnachtsgeschenk geworden. Ja, dann, womit mache ich weiter? Ach ja, die Weste. Auch wenn ich eine Zeit lang nicht gedreht habe, wollte ich euch natürlich noch zwei Sachen vorm Jahresende zukommen lassen,
die ich versprochen hatte, schon lange, lange Zeit. Und unter anderem habe ich ja Zipfelweste angefangen gehabt und hatte euch ein paar Mal erzählt, dass ich Schwierigkeiten hatte, weil mein Garn nicht gereicht hat. Na, wie es manchmal so ist. Und dann habe ich einfach nochmal neu angefangen und habe die Weste in kleiner gemacht für meine Nichte. Die ist jetzt 4 und dabei ist diese lilane Weste bei rausgekommen, wo ihr eben die Anleitung zu sehen könnt. Ich blende euch hier auch noch mal ein Foto ein. Ich habe in dem Fall einfach nur so ein Polyacrylgarn genommen, einfach damit das für Kinderhände unkompliziert ist, dass man es locker eben mal waschen kann, dass das Kind nicht aufpassen muss. Das ist ja viel zu viel verlangt, wenn Kinder am Spielen sind, dass man dann noch sagt, pass auf die Weste auf, die darfst du nicht schmutzig machen. Das sollte gar nicht dazu kommen. Deswegen habe ich gleich ein unempfindliches Garn gewählt. Ja. Und die hat sie auch schon angehabt. Bei der Weste ist das so, die ist ja jetzt, die ich in dem Video gezeigt habe, relativ klein. Deswegen ist das in dem Falle fast nur eine Weste. Je länger und je größer die Weste ist, desto mehr hängen vorne auch die Zipfel und dann wird es dem Namen Zipfelweste natürlich auch gerechter, ne? Und wenn ihr zum Beispiel weiches, fließendes Material nehmt oder aus ganz dünnem Material die Weste arbeitet, dann fällt das Ganze natürlich auch entsprechend lockerer. Und wie das in der Anleitung am Anfang zu sehen ist, da habe ich euch so eine kleine Skizze gemacht. Ihr könnt natürlich auch noch Fransen dran machen, dann wirkt das Ganze noch länger. Und je größer die Höhe ist, umso mehr fallen dann vorne die Zipfel runter. Ja, das war eine schwere Geburt mit der Zipfelweste. Da habe ich mich ein bisschen schwer mitgetan. Weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich gehe mal fast davon aus, dass man dann, wenn man was ausprobiert und das klappt nicht so, wie man das will, dann verliert man ein bisschen die Lust dran und das wird euch heute auch nochmal bei mir begegnen. Das ist das Leben, ne? So ist das. Ja, Zipfelweste und dann habe ich für euch ja noch eine kleine Geschichte aufgenommen. Also wie so ein Hörbuch, ne? Kleine Kurzgeschichte, die ich geschrieben habe, vorgelesen. Seht mir das ein bisschen nach. Ich bin natürlich kein Profi. Da habe ich den einen oder anderen Haspler mal drin, ja. Ne? Aber die Geschichte kam von Herzen und die hatte ich euch ja auch versprochen. Und ich hoffe, dass da der ein oder andere Spaß dran hatte, die zu hören, vielleicht sogar beim Stricken oder Häkeln oder anderen Handarbeiten. Und an der Geschichte ist weniger erfunden, als man das so denken sollte. Das ist eine Fantasiegeschichte, ja, das ist ganz klar. Aber zum Beispiel die kleine Hummel gab es wirklich. Das war ein Hundewelpe, den mein Mann und ich hatten, leider nur für ganz, ganz kurze Zeit, weil sie mit 5 Monaten leider gestorben ist. Die hatte eine ganz, ganz schlimme Pilzinfektion im Rachenbereich. Ja, und während einer tierärztlichen Untersuchung, was denn da los ist, hat ihr Herz aufgehört zu schlagen und dann ist die Hummel leider mit 5 Monaten gestorben. In meiner Geschichte hat sie Flügelchen bekommen. Bildlich gesprochen war das auch irgendwo so. Denn sie hat in der Zeit, in der kurzen Zeit, in der sie auf der Welt war, ganz, ganz viel Liebe und Freude verteilt. Ich hatte sie öfter mal mit im Krankenhaus, also jetzt nicht direkt auf der Station, das geht aus hygienischen Gründen so nicht, aber so gut es eben ging, habe ich dann mit Kollegen zusammen oder auch mit meinem Mann zusammen immer mal Patienten in extra Raum bzw. vor die Tür geholt und ja. Da hat Hummel dann großzügig Liebe verteilt. Und die Sache mit den Flügeln hat auch noch eine andere Geschichte. Ihr wisst ja, dass unsere Fiene einen kompletten Querschnitt hat und eben auch nicht ganz gesund ist. Und bei Fiene ist das so, wenn man da die Haare kurz rasiert, im Sommer, wenn es warm wird und man macht die Haare ganz kurz, dann hat sie an beiden Schulterblättern so ganz dünne Streifen. Das sieht aus, als wären da sozusagen die Andockstellen für Flügel, wenn sie denn mal irgendwann welche braucht. Und
So und mit ganz vielen anderen kleinen Sachen, die mir im Alltag so begegnet sind, in meinem Alltag, ist die Geschichte entstanden. Und die gelben Gelblinge, das kommt von meinem Bruder. Das sind also alles viele kleine Details, die aus irgendwelchen, so sagen wir mal, so Insider-Begebenheiten sich zusammengesammelt haben. Daraus ist die Geschichte entstanden. Ja. So, jetzt soll es ums Häkelige gehen, aber vorher muss ich noch einen Schluck trinken. Fencheltee. Nicht, weil es gesund ist, sondern weil ich ihn gern trinke. Ja, und ich habe auch zu Weihnachten ein paar Sachen bekommen, ein paar schöne Sachen, unter anderem diesen Pullover. Moment. Den habe ich von meinem Mann bekommen. So. Das ist nicht, weil ich generell was gegen normale Leute habe. Das ist sozusagen wegen einer Serie, die wir gerne gucken und die vielleicht der ein oder andere von euch auch kennt. Wem fällt's auf? Ratet mal. Kläre ich in der nächsten Folge auf. Ja, diesen Pullover. Und dann hat meine Strickfee sich nicht lumpen lassen und hat mir ein paar tolle Sachen gezaubert. Und unter anderem läuft ja gerade bei YouTube schon seit, ich glaube, Mitte Februar, kann es nicht ganz genau sagen, und läuft auch noch ein Knit-Along von Verstrickte Pfoten und von Wollzombie zusammen. Von der Anleitung Celtic Myths. Und das ist eine freie Anleitung, eine Strickanleitung. Und das hat mir meine Strickfee zu Weihnachten gestrickt. Der Wahnsinn. Schaut mal hier. Also es fängt an mit relativ simpel. Und dann hat dieses Tuch eine wunderschöne Bordüre mit keltischen Knoten. Und die Wolle hatte ich mir ausgesucht. Das ist von Drops, die Baby Alpaka. Die ist auch total schön weich. Ist halt ein bisschen dünner, ne? Aber sehr, sehr schön. Und das sind nochmal hier die Knoten. Schaut euch das mal an, wie schön das ist. Und ich habe mich mega, mega, mega über dieses Tuch gefreut. Das ist total schön und ganz, ganz weich. Also, ich hatte mal vor einiger Zeit berichtet, dass ich ein Alpaka-Garn hatte, was ich kratzig fand. Das finde ich bei dem nicht. Also, es ist nicht so weich wie Modal. Es ist anders weich. Also, vielleicht gibt es schon Leute, die sagen, das finden sie kratzig, weil das halt auch, guck mal hier, vielleicht sieht man das, es ist halt ein bisschen haarig, ne? Aber das ist trotzdem unheimlich schön und mich kratzt das jetzt am Hals nicht. Bei mir ist das ja immer so, wenn ich denn sowas mal geschenkt bekomme oder mir das jemand macht, dann denke ich immer, oh, das ist so für den Alltagsgebrauch viel, viel zu schade. Und dann, dann trage ich die gar nicht so häufig, weil ich Angst habe, dass da was dran passiert. Das werde ich aber bei dem anders machen. Ne? Den Hogwarts Express, den hatte mir auch meine Strickfee gemacht. Mit diesen Eulen unten dran, auch in so einer Form. Den trage ich jetzt auch mehr, weil das ist eigentlich ja Blödsinn, das im Schrank zu haben. Ne? Ja, der Celtic Myths. Ich habe einen und ich kann nicht stricken und habe trotzdem einen. Ist das nicht toll? Es gibt so viele liebe, nette Menschen da draußen. Man muss nun vielleicht manchmal einmal mehr hingucken, um es besser zu sehen. Aber da habe ich mich mega drüber gefreut. Vielen Dank. Und dann habe ich noch was bekommen. Das war jetzt nicht explizit zu Weihnachten in dem Sinne, aber ein tolles Geschenk. Ein tolles Geschenk. Und zwar hat mir eine ganz liebe Person ein Amigurumi gemacht. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich Amigurumis ganz toll finde. Ich habe auch schon ein paar
Habe ich auch schon mal gemacht und da gehen mir echt die Nerven durch. Vor allen Dingen auch, wenn es nur so ganz kleine sind, strengt mich total an und dann weiß ich nicht. Da habe ich wahrscheinlich die Geduld nicht zu. Und dann hat mir die liebe Nicole einen Harry Potter gemacht. Ist der nicht toll? Hier mit der Zipfelmütze und dem Schal von Gryffindor, die Brille und mit der Blitznarbe. Den Mantel kann man sogar ausziehen, ne? Er hat auch Schürchen und eine Hose. Der ist so, so, so klasse. Vielen Dank, Nicole. Da habe ich mich tierisch drüber gefreut. Ganz toll. Der bekommt auch einen Ehrenplatz. Ich habe ja hier von der Miri das Schaf. Und dann habe ich hier noch den Schutzengel. Und die Socke von Ronny. Und der bekommt einen Ehrenplatz. Ganz toll. Hast du super, super schön gemacht. Ja, und dann, ich habe noch nie diesen Satz verwendet. Wollte das schon seit Monaten machen und jetzt sage ich Ihnen mal, wer mir bei Instagram folgt, ich habe einen Instagram-Account, den ich wirklich bemühe zu pflegen, aber das ist genauso wie mit Facebook. Das ist nicht, dass ich da keinen Bock drauf hätte, das sind einfach Dinge, die flutschen mir so durch die Finger, weil weiß ich nicht genau. Da kann man schöne Sachen angucken. Ich versuche immer mal wieder was zu posten. Ne? Und deswegen sage ich jetzt nochmal, wer mir bei Instagram folgt, der hat gesehen, dass ich auch noch ein bisschen, also so die Klassiker in der Weihnachtszeit oder Winterzeit, dass ich auch noch Schal und Mütze gemacht habe. Und zwar, also Loop genau genommen. Ist das hier einmal dieser quietschebunte Loop, ne? Und eine ganz stinknormale passende Mütze, alles mit halbem Stäbchen. Und das ist von, ich habe mir den Zettel aufgehoben, Wolle von Prolana, die heißt Furore, ist aus Polyacryl, Wolle und Polyamid. Ja, relativ dicke Wolle, 50 Gramm haben 65 Meter Lauflänge. Und zwischendurch mal sowas ganz stinknormales ist immer schön, ne? Das ist mal keine Beanie. Ja, aber ne, meistens hat man ja, zumindest ist das bei mir so, ziemlich schlichte oder einfarbige Winterklamotten. Und dann kann da ruhig mal ein bunter Schal und eine bunte Mütze zu. Jetzt ist es heute bei uns, und das war es gestern auch schon, ungefähr 10 Grad. Ein ganz, ganz bisschen blau ist am Himmel zu sehen, aber generell mega stürmisch. Gestern Abend war es so stürmisch, dass zwischendurch die Leute eine Stunde aufgehört haben zu böllern, weil das nicht verantwortbar war. Ja, schön ist das nicht, ne? Also ich hätte lieber Schnee gehabt. So wie die Wochen vor Weihnachten. Das war toll. So Ende November, Anfang Dezember, erste Dezemberhälfte. Das war schön. Gute Temperatur. Da konnte man es auch gut draußen aushalten. Ich finde es ja immer, wenn Schnee liegt, finde ich es nicht so kalt, wie wenn so ein blöder Wind geht und wenn da noch Regen dazu ist. Ne? Vielleicht kann ich es noch ausführen. Müssen wir mal gucken. Ja. Ich habe die Heizung an. Habe ich normalerweise hier jetzt in dem Raum selten, aber wenn ich hier so sitze, wird es sonst zu kalt. Und dadurch kriege ich natürlich noch mehr Durst. Aber dafür haben wir ja Tee. Ne? Kommt noch ein bisschen was. Ja, zwischendrin. Ja, so ein bisschen Pleiten, Pech und Pannen. Wir hatten ja vor einiger Zeit unter ein paar YouTubern einen Sockenwolltausch gemacht.
Und ich hatte Wolle von Lindy Pekel bekommen, selbst gefärbte, die mir auch unheimlich gut gefallen hat. Und das war auch okay, dass ich gesagt habe, ich kann natürlich nicht stricken, aber ich kann gehäkelte Socken draus machen, obwohl ich da kein großer Fan von bin, aber ich mache das, um die Wolle entsprechend zu verarbeiten. Ich habe damit angefangen, das hatte ich, glaube ich, gezeigt und habe auch ein bisschen weitergemacht. Und dann habe ich gedacht, es gefällt mir nicht und die Wolle ist viel zu schade dafür, dass ich was draus mache und dann vielleicht sogar nicht trage. Also da bin ich relativ konsequent. Socken müssen für mich gestrickt sein. So aus dicker Wolle hauspushen, das ist für mich die Ausnahme, das ziehe ich an, aber dafür ist die Wolle zu fein und dann habe ich sie geribbelt. Das ist das Knäuel. Und vielleicht, irgendwann frage ich mal jemanden, ob sie mir daraus mal ein paar Socken machen kann. Das wäre zu schade gewesen. Wirklich, es war zu luftig, zu locker, zu unelastisch. Socken, finde ich, sollten eine gewisse Elastizität haben. Und dafür ist die Wolle einfach zu schade. Also Lindy, ich werde sie gut aufheben. Und da wird auf jeden Fall ein schönes Paar Socken draus. Kann nur noch ein bisschen dauern. Und ich werde es nicht selber machen. Sehr wahrscheinlich nicht. Kommt ins Regal, heben wir erstmal auf. Ja, ich habe mir für dieses Jahr nicht so viel vorgenommen, was Handarbeitliches angeht, aber ich habe mir vorgenommen, Dinge, die längere Zeit angefangen irgendwo liegen und wo ich einfach, wenn ich ehrlich bin, mir relativ sicher bin, dass ich das nicht gut finde oder nicht weitermachen möchte. Das wird geribbelt. Was soll das? Also jeder von uns hat mehr oder weniger UFOs zu Hause liegen. Da habe ich auch bei mir jetzt nicht so ein Riesenproblem mit. Aber wenn ich weiß, das gefällt mir nicht oder ich mache es ungerne weiter, dann werde ich es auch hinterher sehr wahrscheinlich nicht tragen. Und dann wird das jetzt geribbelt. Ne? Wie das nächste auch. Also mal einen Schluck. Vor langer Zeit habe ich euch irgendwann mal von dem Tuch Nerdanell etwas Angefangenes in die Kamera gehalten. Ein Tuch, Nerdanell eben. Und hatte davon, also als Wolle dazu genommen, so ein unifarbenes Schwarz und einen Bobble, Schoppel, Zauberwolle. Crazy war es, glaube ich. Auf jeden Fall ein Zauberball. Farbe Charisma. Und ich mag diese Farbe sehr. Das ist diese hier. Ne? Verschiedene Schwarztöne, also in unterschiedlichen Stärken, mit ne, so verschiedenen Lilatönen, auch mal so getwistet oder ja, ganz bisschen Blau ist da auch mit drin. Wirklich schön. Und beim letzten Mal vor Monaten, als ich es in die Kamera hielt, sah es genauso aus wie heute. Das ist das Tuch Nerdanell. Da hatte ich eigentlich vor, immer einen Abschnitt in dem Zauberball zu häkeln und einen Abschnitt in dem Schwarz und das abzuwechseln. Das müsste im Prinzip hinkommen für ein Tuch. Das ist auch eins dieser Dinge, wo ich nicht weiß, also ich finde die Anleitung schön, ich finde das Muster schön, ich finde die Wolle schön. Das ist aber, ich weiß nicht, ob ich es weitermachen möchte. Das wird wahrscheinlich ein Ribbelopfer werden. Ich muss noch mal überlegen, weil, wie gesagt, eigentlich gefällt es mir, aber ich habe keine. Also manche Stricker und Häkler sagen immer, die Wolle hat zu mir gesprochen, es möchte das und das werden. Und ich weiß, was ihr damit meint. Und das spricht nicht zu mir. Das will noch mal ein bisschen vielleicht in die Projekttasche wandern. Und dann
Muss ich mal sehen. Vielleicht werde ich auch kurz entschlossen einfach aufribbeln und gut ist. Mal sehen. Blöd sowas, ne? Soll ja auch mal fertig werden. Ja. Aber apropos fertig, ich habe noch was Fertiges. Habe ich auch ein Bild gepostet bei Instagram. Und zwar hatte ich von Wulpedia einen Bobble in verschiedenen Grautönen. Der heißt Classic. Ich zeige euch gleich, wie der sich zusammengestellt hat. Und habe einen Möbius gemacht. Mal gucken, ob das so gut funktioniert. Na, der ist von innen nach außen. Also mit dem ganz, ganz dunklen Grau hat der Wobbel außen angefangen und wurde dann heller. Und ich wollte nicht so ein luftiges Muster. Es ist halt so alle paar Reihen. Immer in jeder vierten Reihe habe ich hier so ein ganz kleines Muster. Das sind nur immer drei Stäbchen in eine Masche und dann zwei Übersprungen. Mehr ist es nicht. Und der gefällt mir wirklich ziemlich gut. Und der wird ja immer heller. Und der Bobbel hatte 750 Meter. Da hatte ich noch richtig viel von über. Also der Loop war so in etwa ungefähr die Hälfte von dem Bobbel. Vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht waren es knapp 400 Meter. Ja, was mache ich mit dem Rest? Habe ich überlegt. Ich finde es immer ganz gut, wenn man mal so Sets hat, die zusammenpassen. Und dann habe ich dann von innen den Bobbel angefangen und habe also eine, es ist schon eine Beanie, aber jetzt nicht so mega lang, einfach eine Beanie gemacht und habe das Muster hier nochmal zweimal mit eingearbeitet. Habe zwischendurch die Farbabschnitte ein bisschen verkürzt, ne, damit das auch hinkommt, damit ich von jeder Farbe was habe, sodass der Bobbel im Prinzip in dieser Reihenfolge gewickelt war. Also das helle Grau war innen. Und dann wurde es immer dunkler zu diesem Grau und dunkler zu, ich weiß nicht genau, ob es Anthrazit ist, bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, so sieht dieser Bobbel aus. Und ich finde, das passt total gut zusammen. Und dann habe ich diese Zwischenabschnitte, habe ich mir aufgewickelt in kleine Knäule für mein Restetuch aus den kleinen Dreiecken und bin am Überlegen, ob ich das nicht anders mache. Mit den Resten, das zeige ich euch aber gleich. Mich hat nämlich was Neues gepackt. Nichts Dramatisches. Aber schon neu, ne? Und das erzähle ich euch gleich. Ja, und dann wollte ich immer mal das Tuchzugvogel, was ich gemacht habe, das hatte ich ja auch aus zwei Zauberwellen gemacht von Schoppel. Wie hießen jetzt nochmal die Farbe? Zimtschnecke hieß die Farbe. Gibt es auch eine Anleitung zu, falls das jemand sucht. Und auch ein Foto bei Instagram. Und da hatte ich, glaube ich, schon in der Anleitung gesagt, dass ich mir das total gut vorstellen kann mit einem Farbverlauf. Ja. Und dann hatte ich ein bisschen gewühlt. Ich war ja nun auch zwischendurch längere Zeit nicht zu Hause und habe mir ein paar Sachen eingepackt, die ich mitnehmen wollte. Und habe diesen Bobbel hier sozusagen wiederentdeckt. Das ist auch modal in sechsfädig, 500 Meter. Also schön dick, eben was für die Winterzeit, wo man auf jeden Fall locker ein Tuch draus machen kann. Ne? Und habe das Tuch Zugvogel so, nochmal angefangen. Bin noch nicht wirklich weit, aber so sieht das bisher aus. Da kann man dann auch vielleicht nochmal ein bisschen besser erkennen, wie das gemeint ist, ne? Also wird als Basis wird hier das dunkelblaue Dreieck ganz normal gearbeitet, von unten von der Spitze aus. Und dann werden immer links und rechts hier so Flügelchen angearbeitet und dann wird das Tuch viel schneller breit, als dass es tief wird. Und dadurch entsteht ein sehr langes Tuch mit einer relativ geringen Höhe. Das mag ich persönlich ja immer ganz gerne.
Ja, und wenn das fertig ist, dann zeige ich euch das nochmal. Aber ich glaube, das wird ganz cool, weil das wird sozusagen von der Mitte nach außen wird das heller, ne? Wie man das hier so sehen kann. Das, was ich hier gerade an dem Flügelchen verarbeite, ist dieses hier. Und dann wird das nach außen außen hin immer heller. Und immer wenn ich links und rechts einen Flügel angebaut habe, dann wird einmal rundherum gehäkelt. Das heißt, ich habe dann auch noch so einen Streifen, farbigen Streifen drin. Und dann wird das außen dann zum Schluss weiß. Ja, und das macht halt Spaß, auch wenn es nur halbe Stäbchen sind, aber die mache ich ja persönlich tatsächlich am liebsten. Und dann gucken wir mal, wann das fertig wird. Ich hoffe noch vor Ende des Winters. Also falls ihr da Fragen zu habt, ne, also wie gesagt, eine Anleitung habe ich da, aber ihr könnt auch gerne unterm Video kommentieren, entweder unter diesem oder unter dem entsprechenden Anleitungsvideo, falls da irgendwas unklar sein sollte. Aber das ist eigentlich wirklich relativ unkompliziert. Ne? Es sind sozusagen ja, sowas wie verkürzte Reihen beim Stricken so ähnlich, dass man immer hin und her arbeitet und immer länger wird. Und dadurch wachsen die Flügel in die Breite und nicht so sehr in die Tiefe. Das ist übrigens so ein Spleen von mir, ne? Nicht, weil wir uns kein gutes Besteck leisten können. Ich benutze, warum auch immer, gerne Plastiklöffel für alles, ne? Für Eier, für Tee, für Kuchen und so. Ich kann das gar nicht genau sagen, warum. Ich habe immer, immer Plastiklöffel. Ja. Bei dem nächsten habe ich überlegt, ob ich euch das zeige. Aber das mache ich, weil ich das auch inzwischendrin ein paar Mal erwähnt habe. Und es ist mir fast schon ein wenig peinlich. Aber ich zeige es trotzdem. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich ein Eulenkissen machen wollte, einfach auch, weil ich ein neues Maskottchen brauche. Also ich habe ja zwar ein Eulenkissen geschenkt bekommen, aber ich wollte da gerne das kombinieren mit einer Anleitung zusammen und wollte halt selber was entwickeln und habe angefangen, geribbelt, angefangen, geribbelt, angefangen, geribbelt. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt bist du kurz vor fertig. Ja, es ist jetzt nicht wirklich schön, aber ich mache es mal fertig. Ja. Jetzt nicht lachen. Es ist das bei rausgekommen. Es sieht nicht aus wie eine Eule und es ist auch wirklich nicht schön. Also, man kann es als Kissen benutzen. Ich habe gedacht, im Zweifelsfalle liegt da sowieso irgendein Kopf drauf. Ja, dann wollte ich noch ein Gesicht, also ein Schnabel und schlafende Augen dazu machen. Ob es das jetzt echt besser gemacht hat, weiß ich nicht. Aber vielleicht mache ich hier noch Augen drunter und den Schnabel noch mal ein bisschen doller. Ich wollte nur keine Knopfaugen drauf machen. Ist ja blöd auf dem Kissen, ne? Wenn man dann drauf liegt und hat dann da irgendwie so einen Knopf stecken. Ja, und oben die Öhrchen. Die hätte ich vielleicht noch füllen sollen. Die habe ich jetzt nur so oben drauf gemacht. Sind nicht gefüllt. Wäre vielleicht ein bisschen schöner gewesen. Naja, und dann hier wie bei so einem Kreuzchen so diese Pinsel hier oben dran. Was mir allerdings gefällt, ich wollte gerne, dass das so ein bisschen aussieht wie, naja, Federkleid, ne? So ein bisschen. Und da habe ich bei dem braunen Teil immer drei zusammen abgemaschte Stäbchen gemacht. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Das ist auch zum Anfassen gut. Das ist relativ kompakt. Irgendwann starte ich dann mal einen neuen Versuch und vielleicht taucht dann dieses hier wieder auf. Ja, das ist das Eulenkissen und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Müsst ihr gucken, wie ihr das findet. Naja, kann ja nicht immer alles funktionieren, ne? Versuch und Irrtum, so. Ja,
Dann hatte ich euch vor einiger Zeit, ich versuche gerade so ein bisschen zu sammeln und zusammenzufassen, hatte ich euch gezeigt, dass ich eine gehäkelte Strickjacke machen wollte. Da hatte ich auch den Körperteil schon fertig. Nur mal kurz zur Erinnerung, das sieht so aus. So, und hier kommen halt noch Ärmel dran. Also auch dieses Teil könnte man eigentlich im Prinzip als Weste nehmen. Ne? Könnte man so lassen. Ich wollte aber eine Strickjacke haben und habe letztes Mal noch so ganz großschnäuzig gesagt, fehlen ja nur noch die Ärmel. Habe ich bestimmt bis zum nächsten Mal fertig. Ja. Nee, habe ich nicht. Habe ich angefangen und die Ärmel sind nun wirklich eigentlich keine große Aktion. Ich habe einen Ärmel so halb fertig. Also der wird in der Länge sozusagen gearbeitet und wenn man dann die entsprechende Breite hat, wird das verschlossen und dann wird es an der einen Seite eben an der Jacke angenäht und an der anderen Seite möchte ich gerne noch ein Bündchen drunten dran machen. Ich habe auch eine Entschuldigung für solche Sachen, die kommt gleich. War auch sowas, wo ich keine Lust zu hatte. Aber ich bin mir relativ sicher, also das werde ich auf gar keinen Fall ribbeln, die werde ich fertig machen. Da fehlt ja nun wirklich nicht mehr viel. Ne? Die Strickjacke. Hätte man schaffen können. Hatte keine Lust. Solche Phasen hat bestimmt jeder, denke ich mal. Also für diejenigen, die sowas auch haben und sich ein bisschen blöd damit fühlen, sage ich zu euch, ey, das ist überhaupt nicht schlimm. Dann macht das eben anderen mal fertig. Ist überhaupt nicht schlimm. Mit sich selber geht man immer ein bisschen härter ins Gericht. Also zumindest ist das bei mir so. Aber das mache ich auf jeden Fall fertig. Nur wann? Nur wann? Ja. Und noch kurz ein Zwischenstand von dem, ja, ich kann jetzt nicht sagen von dem gehäkelten Exploration Station, aber ihr wisst, was ich meine. Da gab es ja auch bei YouTube ein Knit-Along zu von dem Tuch von Steven West. Das ist ein mega, mega schönes Tuch. Ganz, ganz toll, gefällt mir sehr gut. Und ich hatte ja gesagt, ich wollte gerne probieren, ob man das nicht in gehäkelt hinkriegt, zumindest so vom System her. Und hatte damit angefangen, habe euch das auch gezeigt und habe ein bisschen weiter gemacht. Und dann ist etwas passiert, was mir nicht gefällt, was aber vielleicht noch zu retten ist. Und zwar bin ich jetzt so weit. Und wenn man jetzt das mal so gerade hält. Denn seht ihr, ist hier eine Delle und hier eine Delle, obwohl ich immer die gleiche Art und Weise von Zunahmen gemacht habe. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man das in Form spannen kann und dann hat sich das Problem erledigt. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Ich mache das aber weiter, um das herauszufinden. Die Farbkombi gefällt mir ganz gut. Und vom Prinzip her klappt es auch. Natürlich sieht das Gestrickte anders aus. Ne? Das ist klar, aber das Grundprinzip ist das gleiche. Und ich bleibe auch dabei, wenn es denn dann irgendwann mal fertig ist, dann schreibe ich den Steven West an, ob er da mit einverstanden ist, ob ich das in gehäkelter Variante als Anleitung machen darf oder ob er das vielleicht vorhat, dass es dazu eine Variante gibt. Also, ne, von der Sache her, es funktioniert auf jeden Fall. Das mit diesen Dellen, ich weiß nicht, wie es beim Gestrickten ist. Vielleicht kann ja, wenn einer von euch die Erfahrung gemacht hat, mit dem gestrickten Exploration Station, war das beim Arbeiten auch so? Mit der Delle hier und da. Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare, ob ihr das wisst oder jemanden kennt, der das Tuch gemacht hat und der gesagt hat, ja, so und so war es bei mir oder nee, hatte ich gar kein Problem mit. Es wird natürlich in gestrickter Variante anders gearbeitet.
Ich muss das ja ein bisschen abwandeln, damit das dann von der Form her hinkommt, ne? Würde mich mal sehr, sehr interessieren, wie das so gelaufen ist bei dem Gestrickten. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball, weil das lohnt sich, da bin ich mir ziemlich sicher, das gefällt mir gut und ich habe auch von euch Rückmeldung bekommen, dass das einige wirklich interessieren würde und dass sie da Spaß dran hätten. Ne? Und das ist auch wieder eine Sache, wo man gut mal sozusagen Reste aufarbeiten kann. Ja. Ja, und apropos Reste, hatte ich ja vorhin gesagt, dass ich von der Mütze mit passendem Möbius kleine Reste habe und dass ich überlegt habe, also entweder mein Restetuch weiterzumachen, ja klar, also das ist auf jeden Fall sozusagen in Warteschleife. Die Option habe ich immer, Reste zu verarbeiten. Jetzt ist es aber so, dass ich endlich mit dem tunesischen Häkeln angefangen habe. Ein Tusch bitte. Ich habe es gemacht. Ich hatte auch noch eine kleine Intensiveinheit oder einen Crashkurs bekommen von der lieben Julia. Wir hatten uns zum Häkeln getroffen und Julia hat mir noch mal ein bisschen geholfen, wie das funktioniert mit dem tunesischen Häkeln. Und wenn man das System verstanden hat, dann ist das eigentlich ziemlich simpel. Man ist vielleicht so ein bisschen als Häkler so ein bisschen drauf programmiert. Das musst du so machen und Masche für Masche und Beim tunesischen Häkeln läuft das ja ein bisschen anders, dass man erst in der Hinreihe sozusagen alle Maschen aufnimmt und die in der Rückreihe alle abhäkelt. Und da öffnet sich ein komplett neues Häkeluniversum, was man alles machen kann. Also nicht nur Tücher, sondern Kleidungsstücke, Taschenkörbe. Man kann das Ganze ziemlich fest machen. Decken ganz, ganz toll. Man kann das aussehen lassen, als wäre das so in Weboptik oder in Strickoptik. Julia hat dafür auch eine Anleitung, wie man tunesisch Socken häkelt. Auch sehr, sehr schön. Ja, und dann habe ich angefangen. Und zwar mit dem Tuch Hoffnung. Das ist so ziemlich, ich habe mir ganz, ganz viel angeguckt bei YouTube, ne? Ganz viele Anleitungen. Es gibt schöne deutsche Anleitungen, aber hauptsächlich also von Julia gibt es ein paar, von Veronika Huck gibt es ein paar, also schöne Anleitungen. Tolle Wolle hat ein paar Anleitungen gemacht. Und dann gibt es noch vereinzelt welche. Wenn ich jemanden unterschlage, das ist überhaupt nicht böse gemeint, dann habe ich es einfach nur vergessen. So, ne? Aber das sind so auf Deutsch, wo es die meisten Anleitungen gibt. Und es gibt halt ein paar amerikanische. Da gibt es viele, viele Anleitungen für einzelne Stiche zum Beispiel, also für Muster. Da gibt es viel mehr, als man das denken sollte. Da kann man variieren. Wahnsinn. Ja, und ich habe angefangen mit dem Tuch Hoffnung von Julia. Weil die Anleitung sehr schön ist, weil es einfach ist und weil ich es schön finde. Ich habe kein Modal genommen, ich habe sozusagen zweieinhalb Stränge, das erzähle ich euch gleich. Und das sieht bisher so aus. Also es fängt von der Spitze aus an, von hier. Und dann wird das immer hin und her gehäkelt in diesem sogenannten Grundstich. Dadurch entstehen so Rippen. Und das wird, wenn ich mich nicht täusche, wenn ich mich nicht täusche, ich bin mir noch nicht ganz sicher, in welche Richtung es sich entwickelt, aber ich glaube, es wird dann so. Also hier ist mein Anfang. Hier unten ist die Spitze. Und ich glaube, es wird dann in die Richtung, dass man hier oben, das finde ich übrigens total klasse, gleich eine Borte dran hat. Die wird gleich mit eingearbeitet. Die ist auch ganz unkompliziert. Hat man einen schönen sauberen Abschluss. Die Ränder sind
schön, hat man nämlich an der Seite auch so ein bisschen Abschluss. Ne, das sieht ganz gut aus. Ja. Das macht auch echt Spaß. Da braucht man ja dann, für die, die es nicht wissen, eine Häkelnadel mit einem Seil hinten dran. Tunesische Häkelnadeln heißen die. Die gibt es in verschiedenen Varianten und das hier ist eben mit austauschbarem Seil, wie ihr das von Stricknadeln kennt. Ne, dass man das Seil abschrauben kann und kann das länger machen, kürzer machen, und mit so einem Stopper hinten dran. Man kann theoretisch auch sagen, da gibt es auch so Sets, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die sind von Adi. Entschuldigung, da kann man die entweder fürs Stricken oder fürs tunesische Häkeln nehmen. Deswegen, dann würde man hier den Stopper abmachen und würde da einfach, ne, da eine Stricknadel und hat dann eine riesig große Rundstricknadel. Also das kann man machen. Gibt auch zum Anfang, vielleicht zum Testen, gibt es auch so, hier bei Wish oder so, gibt es ganz günstige Sets. Da sind dann so Gummischläuche hinten dran. Ne, da muss man gucken. Habe ich mir so ein Set gekauft, nur mal so zum Testen. Da gefallen mir aber die Häkelnadelköpfe nicht so gut, weil die sind aus Holz und die sind so ein bisschen, naja, so splissig irgendwie. Da bleibt gerne mal die Wolle dran hängen. Naja, ist halt günstig, ne? Man kann das bestimmt noch mal abschleifen und ein bisschen ölen oder irgendwie so. Oder mit Nagellack fein drüber, irgendwie so. Aber das ist natürlich jetzt ein bisschen hochwertiger. Ja, und das macht echt sehr, sehr Spaß. Und als Wolle nehme ich Wolle, die ich getauscht hatte vor längerer Zeit schon mit der lieben Katharina von Mamona. Ja, Mamona heißt das. Die hat auch so einen kleinen Shop bei Davanda. Und ich war auf der Suche nach Wolle und sie hat gesagt, hier, wenn du, was suchst du denn? Ich habe noch das und das. Lass uns doch tauschen. Das fand ich ganz, ganz toll. Und da hat sie selbstgefärbte Wolle. Das waren Stränge eben, ne? Diese beiden selbstgefärbten in Erdbeerziegel hat sie die Farbe genannt. Also so ein bisschen so ein Rostrot. Einmal so meliert, so ein bisschen speckelt und einmal in nahezu Uni, so ein bisschen meliert. Das ist. Die Basis weiß ich nicht, aber stand zumindest Mulesing frei drauf. Dann ist das sehr wahrscheinlich Atelier Zitron oder hier Lavatus oder wie das heißt. Lanatus, Lanatus. Merino und Seide gemischt. Ganz toll, ganz weich, fasst sich sehr, sehr schön an. Ja, jetzt war das ein kompletter Strang, 400 Meter. Das hier waren so ungefähr 40 Gramm. Das sind dann irgendwie. Wie viel ist das? 180 Meter oder was? Irgendwie so. Und dann ist es beim tunesischen Häkeln wohl so, dass man mehr Materialverbrauch hat, als das so normal ist. Ne? Und dann habe ich gedacht, ich nehme mir hier noch so einen unifarbenen Strang dazu. Den habe ich mir auch gewickelt. Zu einem Knäuel. Einfach weil ich gerade meinen Wollwickler nicht zur Hand hatte. Und die drei Farben kombiniert. Ne? Ich zeige es euch nochmal. Da entsteht dann das hier draus. Das Schöne ist, dass das, ja, das ist richtig fluffig. Das Muster ist fluffig. Das ist erst beim Arbeiten, ich sage jetzt mal so erste Eindrücke, ne? Nicht? Das ist keine Wertung für irgendein Handwerk, ob ich was gut finde oder nicht. Einfach nur mal erster Eindruck. Da habe ich gedacht, das ist so ein bisschen löchrig. Ob ich wohl zu locker häkle? Tendenziell neige ich eher dazu, ein bisschen zu fest zu häkeln. Hast du vielleicht die Nadelgröße zu groß genommen? Aber ich jetzt mal, ich habe eben ein bisschen gezogen. Ne? Wenn ich das mal so locker lasse, ist das ganz fluffig weich und das war doch eine gute Wahl. Mal gucken, wie lange ich brauche, bis es fertig ist. Da bin ich natürlich deutlich langsamer, ne, als mit dem normalen Häkeln. Ich bin eh nicht hier so der Speed-Häkler, aber damit brauche ich noch ein bisschen länger. Macht aber gar nichts, weil ich experimentiere gerade. Und gleich schließt sich der Kreis zu dem, was ich ursprünglich sagen wollte. Meine Reste habe natürlich beim
Videos angucken. Ich habe ganz viele Videos angeguckt, Anleitungsvideos. Habe ich mir auch ganz viele Tücher angeguckt. Und die Veronika Huck, die hat sehr, sehr schöne tunesische Anleitungen. Und hat jetzt gerade aktuell eins hochgeladen, das heißt, glaube ich, irgendwas mit Stone. Also es ist so Backstein-Look. Und das Grundprinzip von diesem Tuch und von einem anderen, was ich sehr wahrscheinlich dann nachmachen möchte, das ist im Web-Look. Das schreibe ich euch unten nochmal in die Infobox. Das Grundprinzip ist so, dass man mit zwei Bobbeln arbeitet. Und so ganz einfach gesagt, macht man die Hinreihe in der einen Farbe, in dem einen Bobbel, und die Rückreihe, also wenn man die Maschen alle abhäkelt, in der anderen. Also sie hat auch tatsächlich zwei verschiedenfarbige Bobbel genommen und hat dann, sagen wir mal, den einen von der helleren Seite von innen angefangen und den anderen von der dunklen oder beide von innen oder beide von außen angefangen. Da könnte man denken, so ist das mir gegangen am Anfang, als ich die beiden Bobbel gesehen habe, einen in so Regenbogenfarben und einen in so Erdtönen. Da habe ich gedacht, die beiden zusammen kombiniert, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das fertige Tuch sieht sensationell aus. Sensationell gut. Sowohl das im Weblook als auch das mit diesem Backsteinmuster. Und dann hat sie noch ein drittes, wo sie es auch so gemacht hat. Wie heißt denn das? Ah, Tartan heißt das. Also wie diese Schottenmuster sozusagen. Auch total klasse. Da müsst ihr euch mal die Startbilder angucken. Wunder, wunderschön. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich nehme einfach, also es ist ein Plan, ne? In Zukunft, irgendwann, wenn ich das mache, nehme ich einen Bobbel. Das werde ich auch sehr wahrscheinlich mit Modal machen. Einfach da ist einfach am schönsten, ne? Wisst ihr ja, für mich ist das am schönsten. Nehme ich einen kompletten Bobbel, einfach um Verlauf zu haben. Und dann nehme ich statt dem zweiten Bobbel meine ganzen Reste Sorry, und da lieber stand Tim. gerade wieder, maximale Aufnahmezeit ist erreicht. Nicht, dass hinterher dann was fehlt. Also einen normalen Bobbel mit Farbverlauf und andererseits statt des zweiten Bobbels alle Reste von hell nach dunkel sortiert. Das finde ich jetzt auch nicht schlimm, wenn da Farben vielleicht also ein bisschen rausstechen oder so. Weil man sieht bei diesen Anleitungen, dass man sich das einfach echt mal trauen muss und dass da fantastische Dinge bei rauskommen können. Wunder, wunderschön. Schaut euch bitte mal diese Startbilder an oder natürlich auch die Anleitung. Toll, wirklich ganz toll. Und das ist eine super Möglichkeit, um auch wieder Reste zu verarbeiten. Ne? Und dann hat man eben einerseits eine gewisse Konstanz durch diesen Einverlaufsbobbel. Das ist so meine Idee bei der Sache. Und andererseits eben kann man gut, schöne Farben, die man sich ja bewusst mal ausgesucht hat, die eben einfach über sind, kann man da gut mit verarbeiten. So dass ich dann, wenn ich an dem Punkt bin, dass ich das mache, ja dann zwei Restetücher habe irgendwo, ne? Ja. So. Ich glaube, ich habe euch alles gezeigt und gesagt, was ich sagen wollte. Eine Kleinigkeit habe ich noch für dich. Christine war es, glaube ich. Du hattest mir vor einiger Zeit geschrieben, du hattest hier in meinem Regal einen Bobbel gesehen und hast mich gefragt, ob du den vielleicht haben könntest. Ich schreibe unten in die Infobox nochmal meine E-Mail-Adresse, wo du mich kontaktieren kannst. Und ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, du meintest den hier. Und ja, den kannst du haben. Ne? Das, ich sage es nur mal ganz kurz. Das ist ein vierfädiger Modalbobbel, 750 Meter. Custom, den habe ich mir also selber zusammenstellen lassen. Und einfach eine E-Mail schreiben, dann werden wir uns schon einig. Dann kannst du den haben und ich schicke dir den zu. Und wenn euch das auch so geht, dass ihr mal ein Tuch seht oder irgendwas, was ich gehäkelt habe und sagt, das hätte ich gerne oder das wäre genau etwas für mich, meinen Schwager, meine Uroma oder so, das
Könnt ihr auf jeden Fall fragen. Und wenn die Sachen nicht weggegangen sind oder ich sie nicht selber trage, dann gebe ich auch gerne, gerne Dinge ab. Ne? Da werden wir uns auf jeden Fall einig. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch einen guten Start in ein neues Jahr, was hoffentlich dem Horoskop nach soll das so sein, ein kreatives Jahr sein soll. Mit ganz, ganz vielen Ideen, ganz viel Freude an dem, was ihr macht. Und lasst euch nicht davon beirren, wenn mal etwas nicht klappt. Ihr habt es heute auch bei mir gesehen. Ja, natürlich klappt nicht immer alles, aber man hat zumindest eine gewisse Erfahrung gewonnen, ne? Und es wäre schade, etwas angefangen im Regal liegen zu haben und da versauert es, dann lieber ribbeln und neue Chance geben. Nutzt das für dieses Jahr, das wünsche ich euch ganz, ganz, ganz doll, dass ihr da viel Zeit für habt, euch auszuleben, zu experimentieren, zu probieren. Und nehmt euch nicht zu viel vor, das macht nur Druck, unnötig, ne? Viele Dinge ergeben sich von alleine, das Leben ist ein Prozess der Entwicklung. Und so sollte man es auch leben. Pläne sind gut, aber nicht zu viele, das engt einen nur ein. In dem Sinne wünsche ich euch einen guten Start in dieses Jahr. Bleibt gesund. Und normalerweise sage ich immer gerne, verliert den Faden nicht. Heute sage ich, und wenn er ihn mal verliert, ihr werdet ihn schon wiederfinden oder ihr findet jemanden, der ihn euch aufhebt. Macht's gut, bis bald. Tschüss, eure Alex.